It's begins, oder wie man auf Russisch sagt, Здравствуйте, меня зовут Ларзи. Сколько тебе лет? So, fangen wir einfach mal an. Mein Russisch ist schon ein bisschen eingerostet, ne? Ich hoffe, wir kommen mit Kasimir hier zurecht. Er hat ja Russisch in der Schule früher, aber... Boah. Ja. Okay. Wie, jetzt schnell zum Internet, Milliardär? Okay, es geht los, weiter. Mai 1945. Jesus, warum ist diese Sonne so hell? Mein Kopf explodiert gleich. Ich lese mal die Untertitel vor, oder? Mann, habe ich einen Kater, aber wenn es kein Alkohol gäbe, würde ich hier ganz allein verrückt werden. Das ist übrigens das fette Intro von dem Spiel. Warum hast du meinen Vater verlassen? Meine Mutter, warum hast du mich verlassen? Du schaust sicher vom Jenseits auf mich herab und machst dir Sorgen. Der Hof ist in einem schrecklichen Zustand, ich weiß, aber so bin ich nun mal. Eieieiei, wenn man das... Dann will man einfach nur noch sterben, aber man darf sich einfach nicht hingehen lassen und sein Leben wegwerfen. Wir müssen... Das ist schon so traurig. Und was würde Flauschi ohne mich tun? Flauschi ist unser Schwein übrigens. Ich kann ihn nicht einfach so zurücklassen. Da ist Flauschi, der liegt hier im Wohnzimmer, der hat ein Halsband. Das Wetter sieht gut aus, ich muss zur Arbeit. So, Leute, und jetzt geht's los. Oder vielleicht noch nicht. Heute nicht. Okay, es geht doch noch nicht los. Wo habe ich diese Flaschen hingestellt? Hier sind sie ja. Lieber aber Gott, bitte vergib mir. Ich weiß, dass du traurig bist, wenn du mich ansiehst. Alter, Digga, der hat die Flaschen. oder vielleicht schaust du auch gar nicht. Ein Zeichen von dir wäre schön. Egal, was für eins. Zum Beispiel eine reiche Ernte oder so. Hallo Elli, guten Morgen. Grüß dich, herzlich willkommen. So, oben werden die FPS angezeigt irgendwie, glaube ich. Ich sehe das jetzt nicht so gut. Okay, willkommen bei Farmers Life. Vor dir liegen einige auserwählte Tage aus dem Leben von Kasimir. Überlebe sie und dich erwartet noch mehr in der Vollversion. Unser Protagonist, Kasimir, er hatte eine sehr, sehr harte Nacht hinter sich und erinnert sich nicht an viel. Hilf ihm, das alles in den Griff zu bekommen. Okay, los geht's, Leute. Wir müssen mal gucken, ob wir vielleicht Musik anmachen müssten. So, was sollen wir machen? Wir sollen uns umsehen. Ich mach mal kurz. So, jetzt können wir... Oh, hier ist unser Schweinchen. Ah! Wie hieß das? Flauschi, ne? Flauschi, Tierzustand hungernd. Ja, das Schwein ist fast tot, ne? Das Schwein ist fast tot. Also, ich kann... Sieh nach, ob Kasimir laufen kann. Also, Shift. Ich drück Shift. Es passiert nichts. Warte mal, ich muss euch... warte. Möchten Sie die Einrastfunktion aktivieren? Nein. Ich möchte die Einrastfunktion nicht aktivieren. Ich will Shift. Ich will das noch nicht. Wie kann ich denn jetzt die Einrastfunktion? Kann ich das irgendwie wegklicken? So. Was soll ich machen? Ich soll rennen oder was? Ach, guck mal. Ach so, warum soll ich denn? Hä? Da stand, ich soll gucken, ob der noch lebt. Zu schnell. Mein Kopf ist jetzt langsam und leise. So, wir machen... Okay, pass auf. Wir können schleichen auch. Schleich einen Moment. Sieh dir Flauschi an. Er ist ja ein Schwein. Flauschi ist wach. Ah, sehr geil. Lass mich dich ansehen, mein Freund. So, Flauschi, wie siehst du aus? Nasi. Lies endlich meine verdammte Nachricht, Junge. Hat das Schwein gerade zu mir gesprochen, oder was? Das ist ja merkwürdig. Drücke, um in den Augen... Ach was, wir können uns da reinporten. Warte mal. Warte, nein! Ich will... Hey, das hat gar nicht funktioniert! Das hat gar nicht funktioniert! Komm her! Er will lieber die Ausrastfunktion. Hallo Lars übrigens, ne? Eieiei, warum kann ich denn nicht... Warte mal, ich muss da hier... Irgendwas war hier mit Z, ne? Hä? Hier passiert doch überhaupt nichts! Guten Morgen! Ich muss das nochmal... Was ist das für ein komischer Schatten? Ich drücke Z, aber irgendwie passiert nichts. Sehr merkwürdig. Matthias, vielen Dank für den Follow. So, okay. Links gibt es 9 Stöcke zu holen. Digga, also so eine, links, wo ist denn hier links? 9 Stöcke, ach hier, guck mal, hier auf dem Feld. Ist ja auch eingekreist, ne? Man muss einfach mal die Augen öffnen. 1. Kann das sein, dass V-Sync nicht an ist? Also bei mir ruckelt das hier ohne Ende. Ruckelt das bei euch auch im Stream? Soll ich mal gucken, ob ich V-Sync anmachen kann? So, wir holen alle Stöcke. Ein bisschen muss ich noch, warum ist denn hier, warum ist denn das so ruckelig, muckelig? Ruckelt das bei euch auch so ein bisschen?
Und sonst mal Y. Ah, stimmt, Y könnten wir mal. Ja, das ist eine gute Idee. Das können wir mal ausprobieren. Flauschi, bring mir was zu essen. Stille Kasi, mir ist Hunger. Okay, alles klar. So, Flauschi, zeigt uns, wo es was zu essen gibt hier. Wo müssen wir denn hin? Ich glaube, das ist der Grafikstil. Nee, also ich habe hier auf jeden Fall übelst die alle. Oh, hier gibt's was zu essen. Hier ist ein Apfel. Oh. So, warte mal. Konsumiere. Wie viel muss ich denn essen? Ach, unten links. Guck mal, da ist meine Hungeranzeige. Konsumiere. Und das esse ich auch. Jetzt muss ich natürlich auch mal was trinken. So, ich bin undurstig. Dieses Feld muss endlich bestellt werden. Flauschi, wo ist mein Pferd? Okay, Flauschi zeigt uns das Pferd. Ich muss gleich aber nochmal in die Option reingucken, ne? Nee, ich muss nochmal in die Option gucken. Auf jeden Fall wegen dem V-Sync. Da ist es doch. Ha! Ich hab's gefunden. Easy. Oh. Okay, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich glaube, ich hab's abgestürzt. Ich glaube, ich habe das Spiel zum Abstürzen gebracht. Warte mal, fortfahren. Ach, jetzt geht's wieder. Okay, alles funktioniert. Es tut mir leid. Was hattest du überhaupt für ein geiles Tattoo? Wisst ihr, was gruselig ist, Leute? Genau dasselbe Tattoo habe ich auch auf meinem Hintern. Oh. So, also, warte mal. Also zum Pferd. Hier wahrscheinlich, oder? Ist hier ein Pferd? Da ist ein Pferd. Hallo, mein schöner Gaul. Ich hole das mal raus. Es ist natürlich die Frage, was muss ich damit machen? Komm schon, alter Knacker, Zeit den Flug zu ziehen. Oh, ohne Scheiß, das Pferd hat keinen Bock, ne? Das Pferd hat keinen Bock. Ich kann das, Bruder, ich küsse deinen Kaffee. Ich kann mein Tattoo aus urheberrechtlichen Gründen leider nicht zeigen. Das ist dem Schweinetattoo nachempfunden und alle Rechte liegen beim Publisher von Farmers Life. Das wäre ein Copyright-Verstoß, darum werde ich es an mir tragen, aber ich kann es euch leider nicht zeigen. Spanne das Pferd an den Flug. Er ist in der Scheune. Okay, alles klar. Warte mal, das könnte in die Scheune sein. Ne? Ah, das Schwein rennt ja auch schon hin. Kommst du mit? Ah, wie wollen wir das Pferd überhaupt nennen? Hat jemand einen coolen Namen für das Pferd? Ach, hier ist ein Flug. Guck mal, komm mal her. Komm, ich spanne dich ein, mein Lieber. Ach was, okay, es geht los. So, E beginne zu flügen. F ist mehr. Ihr könnt das schlecht sehen, ne? Warte mal, hier unten steht's. Warte mal, ich guck mal bei F. Ach so. Okay, Alter, richtig modernes Menü haben wir hier. Ich werde mal aufs Feld. Ich glaube, wir müssen das Feld flügen, ne? Es bringt, glaube ich, nichts, wenn wir hier den Weg flügen. Wir gehen mal aufs Feld. Fury, Pferdename gleich Galoppel Heinz und Galoppel Lasi. Nein, das können wir nicht machen. Galoppel Heinz ist copyright-rechtlich auch geschützt von Gronkh. Digga, wo hänge ich denn hier fest? Hallo. Wo hänge ich denn hier fest? Hallo, Knobelpups. Eieieiei, wie wär's denn mit Charlotte? Charlotte, mag gerne Karotte. Digga, ich bin voll wieder Rap-Flow, ne? So, warte mal. Wir müssen hier einmal abbiegen. So, komm schön auf den Acker hier. Ich hoffe, das ist jetzt so einigermaßen. Ist das gerade? Ich glaube, ja. Warte mal, so. Also, flügen. Wir flügen jetzt. Ich muss zuerst das Unkraut entfernen. Achso, nee, hier ist kein Unkraut. Das passt schon. So. Geht's jetzt? Warte mal. Ach, guck mal einen an. Ist es nicht schön? Hier können wir ordentlich gleich was reinpflanzen. Bestimmt. Ich weiß noch nicht was. Wir müssen mal schauen, was wir da pflanzen wollen. Ne? Das ist natürlich dann die Challenge. So. Okay, der erste Ackerstreifen ist gepflügt. Wir haben natürlich hier eine krasse, so einen krassen Wendekreis. Ne? Aber das Pferdchen macht das, glaube ich, schon ganz gut. So, hier auch noch einen schönen geraden Streifen hin. Okay, warte, wir machen jetzt Flügen. Achso, Unkraut meckert das schon wieder rum. So, hier können wir flügen. Alles klar, guck mal, ey. Das ist wirklich so gerade, als hättest du die Wasserwaage da angelegt, ne? Das ist super. Lass die kurze Frage. Ich bin in der Euro Truck Simulator 2 Sucht verfallen. Welche Traffic Mod hattest du? Oh, mach mal Ausrufezeichen. Mach mal Ausrufezeichen Mods. Vielleicht geht das. Oder Ausrufezeichen ETS 2. Irgendwie so. Irgendwas. Da guck mal, da sind die ganzen Mods. Da müsste das dabei sein. Real Traffic Destiny and Ratio for ETS 2. Genau. So, okay. Wir machen aber weiter. Wir sind jetzt hier nicht, um LKW zu fahren. Damals gab es noch keine LKWs. Hier gibt es nur Acker. So. Muss erst das Unkraut entfernen. Wie lange müssen wir... Ach du Scheiße. Guck mal, da oben steht wie viel... Wir haben das erst zu 50% gepflügt.
Das ist natürlich nicht so gut, ne? Ich glaube, so viele Streifen passen hier gar nicht nebeneinander. Ah! So, warte mal. Können wir über dieselbe Stelle eigentlich nochmal flügen? Oh, das Pferd steuert sich richtig schlecht, Leute. Richtig schlecht. Hallo Michi, einfach nur schön. So, gehen wir hier nochmal rüber. Das sieht aber eigentlich schon ganz gut aus, ne? Das alte Feld. Kann das auch rückwärts laufen? Nee. Ich habe gerade versucht, mit dem Pferd rückwärts zu laufen, aber es ist halt kein Auto, ne? Es funktioniert nicht. So, zu 70% haben wir das Feld schon gepflügt, was sehr, 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 sehr nice ist. Okay, wir gehen nochmal hier auf die Tanzfläche einmal. Und auf die Plätze, fertig. So. Huch, was habe ich denn jetzt gedrückt? Cool. Alles gut. Alles. Ich habe irgendwas gedrückt. Wir könnten wahrscheinlich jetzt sehen, wo wir Samen anpflanzen können oder so. Ey, ich hoffe, dass wir hier 100% irgendwie voll kriegen mit dem Feld. Ja, es ist ein bisschen schief geworden. Ich weiß, ich weiß. Aber das ist so gewollt. Weißt du, ich bin ja so ein Freund der... Ja, wie nennt man das? Der... Naja, oh, ich wollte schon wieder rückwärts reiten. Das geht natürlich nicht. Ein Freund der biologischen und ökologisch nachhaltigen Landwirtschaft. Bin ich ein Freund davon. Und deswegen, es darf nicht immer alles nur gerade sein. Man muss auch mal der Natur... Weißt du, Wildwuchs ist wichtig für die Bienen. Glaube ich. Und damit die Bienen... Weißt du, eine Biene hat ja auch keine... die Bienen haben ja auch keine Straße. Weißt du, wie ich meine? Macht das Sinn, was ich gerade erzähle? Ja. Genau. Und deswegen muss hier alles ein bisschen, dass sie sich alle zurechtfinden hier, die Viechers. Oh, scheiße. Wir kriegen das nie voll. Es fehlen nur noch 2%. Komm, komm, komm. Komm, mein kleiner Gaul. Komm, Junge, komm. 1% nur noch. Aber das Ding ist, man kann halt diese Hügel nicht nochmal flügen. Jetzt haben wir's. Beende das Flügen mit Hilfe des Radialmenüs. Ist beendet. Habe ich gemacht. Und jetzt? Warte mal. Ach so. Okay, alles klar. Wie sieht denn das aus jetzt? Ich bin erschöpft. Ich sollte in die Hütte gehen und mich etwas hinlegen, sagt Kasimir. Ey, Leute. Ohne Scheiß, ne? Das könnte ein Kornkreis sein. Als wären die Aliens gerade gelandet. Das sieht aus wie ein fetter Pauseknopf hier oder sowas. Ach, schön. Oder? Sollen wir das Pferd nochmal in den Stall... wir gehen einfach schlafen. Wir gehen einfach schlafen. Freund, alternative, individuell gestalteter Felder für maximale Düngung und maximales Wachstum. So sieht's aus. Und die Pflanzen brauchen ja auch Luft zum Atmen. Weißt du, so Reihe an Reihe, das sieht doch scheiße aus. Ja, das ist wie in so einer amerikanischen Vorstadt, wo Haus an Haus, Klotz an Klotz. Weißt du, das ist ja furchtbar. Man muss auch mal ein bisschen... Farmen ist Kunst. Farmen ist Kunst. Farmen ist Kunst. Komm schon, Flauschi, lass uns ein paar Stunden schlafen. So, also pass auf, hier kommt Flauschi. Ich weiß noch, hier hinten war irgendwo eine Küche. Das lernen wir aber bestimmt alles noch. Okay, Feuerholz. Wir können noch nichts machen. Okay, pass auf, wir gehen jetzt pennen einmal. So, gute Nacht. Gute Nacht, Leute. Wie lange wollen wir denn schlafen? Oh, Energie ist schon relativ weit unten. Ja, 3/4 weit unten. Ich schlafe mal nur 4 Stunden. Ich habe heute auch nur 4 Stunden geschlafen. Ich habe auch nur 4 Stunden geschlafen. Wir schlafen jetzt auch nur 4 Stunden. Ich werde eigentlich so weiter, lange so weiter. Ich dampfe, ne? Hallo, bist du jetzt schlafen gegangen? Okay, alles klar. Irgendwas Merkwürdiges ist hier passiert, Leute. 5 Liter für 2 Jungs sind einfach zu viel. Ich bin am Grab mit Fahrrad hergefahren, wie es aussieht. Ich habe schon wieder kein Geld, verdammt. Ja, wir haben unsere Eltern besucht wahrscheinlich gerade hier am Grabstein. Eieieiei. Oh, guck mal, was für eine schöne, fette, große Kirche. Das sieht nice aus. Ich weiß nicht, ob ich das Fahrrad nehmen kann. Ich sehe das Schwein auch schon doppelt. Ich glaube, mein Schwein pfeift. So, wir sind hier in irgendeiner City. Kann ich nicht? Verkaufe deine Werkzeuge. Ich guck mal kurz auf die Map. Ach, hier unten sind wir. In Salesi. Okay. Ich glaube nicht, dass ich träume. Ich glaube, ich hatte eine harte Nacht. Bin gerade aufgewacht und bin total
Fix und fertig, ne? Ich soll hier meine Werkzeuge verkaufen. Machen wir das mal. So, ich habe auch übelst Durst und Hunger, sehe ich gerade. Geschenk Schnaps handeln wir. So. Was ist das denn? Willkommen bei Farmers Live. Ach du Scheiße. Handel, Alterungsprozess, Angeln, Bau. Was gibt's denn alles hier? Baumfällen, Destill. Da sehe ich mich, ne? Also Schnaps brennen. Genau da sehe ich mich. Nochmal zu wieder. Wie soll ich das Werkzeug verkaufen? Ich verkaufe einmal das hier und einmal das hier. Ich hoffe, ich musste beides verkaufen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So. Okay, kaufe Alkohol. Ja, das ist natürlich wichtig, ne? Das ist natürlich, zu Sophie müssen wir laufen. Also, wir suchen irgendeine Frau hier auf dem Markt. Hallo? Die schlafen ja noch alle. Hier ist aber noch gar keiner wach. Oh, das Schwein ist hier vorne. So, gehen wir da mal rein. Bist du Sophie? Ey, ohne Scheiß, ne? Das erinnert mich so an meine Kindheit. Ich bin ja aufgewachsen. Ich bin ja... Darf man das sagen? Ich bin ja aufgewachsen in der... Ich bin Ossi. Gebürtiger Ossi. Ich weiß, man sieht es. Aber man hört es nicht, hoffentlich. Und als ich noch ein ganz kleines Kind war, ne? Als ich noch ein ganz kleines Kind war... Da war ich in so einem, das hieß damals Konsum, so ein Tante-Emma-Laden, ne? Und das sah genau so aus. Ja, da stand ich als kleiner Bub da vor dieser Markt, vor Sophia, so hieß sie damals bestimmt, da die hießen halt im Osten, da sind ja alle Cindy und Chantal. Stand ich damals als kleiner Lassi vor Chantalle und Nancy und musste immer einkaufen gehen, ne? Damals noch mit DDR, man kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich bin ja, als ich dann irgendwie vier war oder drei oder vier, sind wir ja dann rübergemacht. Nach Spandau, nach Berlin. Aber, ja. Also mir wurde gesagt, ich bin da, ich habe da mal gewohnt, ne? So, okay, also ich spreche mal mit ihr. Ach, guck mal, das ist Sophie. Ich brauche Alkohol, handeln wir mal ein bisschen. Ja, alles, oder? Wie viel Kohle habe ich denn? 100, 100, 125? Wollen wir Wodka oder wollen wir Bier kaufen? Leute, was wollen wir machen? Mein Beileid, ne? Ja, es gibt ja so viele unglaublich... Böse Ossi-Witze, ne? Aber ich darf sie machen. Ich hab Ossi-Blut in mir, verstehst du? Wodka, Bier, Bier. So, was nehmen wir? Kommt auf den Preis an. Kann ich da nicht nur eine nehmen? Eine, ich will nur eine Flasche. Schiff gedrückt halten um alle. Warte mal, was ist denn, wenn ich das hier einfach so... Ich nehme mal eine Flasche, oder? Bisschen Geld sparen. Geh zurück nach Hause. Ich habe das Billigste gekauft. 40, 50. So, nur eine Flasche. Ich denke mal, ich brauche das Geld alles noch, oder? Bier, 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 Wodka. Nilly will schon wieder saufen. Ihr lieben Leute. So, wir gehen dazu. So. Ja, das ist Sophie. Ach, Mensch, Mädel, was machst du hier? Ja, Bananensauce hier vergeblich, ne? Das ist halt leider so. So, wo ist mein Schwein hin? Hallo, Schwein, Schweini Flauschi? Flauschi? Ich musste den Flug verkaufen, das Pferd und die Kuh bestimmt auch bald. Ach du Scheiße. Alter, der verkauft alles, ne? Nur um dem Alkohol zu frönen. Bitte nicht nachmachen, liebe Kinder. Irgendein Tier hat gerade einige Hühner gerissen. Gut, dass Flauschi bei mir ist. Wie ein... Was für Hühner? Habe ich Hühner? Ich mag halt kein Bier. Achso, Nilly. Nilly drückt sich lieber den Wodka rein. Was denn für Hühner? Wenn ich einmal alles verkaufe, muss der Rest der Hühner auch weg. Ich glaube, Kasimirs Ziel ist es, sich tot zu saufen. Oder ich weiß, ich habe keine Ahnung. Also er verkauft ja alles. Wir verkaufen das Werkzeug. Wir haben den Flug verkauft. Das heißt auch, dass ich... Ich habe ja gar keinen Acker mehr jetzt, den ich bestellen kann, ne? Die schöne Kunst, die wir angewendet haben, alles umsonst, Leute. Das ist natürlich doof. Ja, so ist es halt, ne? So ist das Leben. Wir trinken lieber eine schöne Pulle Bier. Wir müssen alles verkaufen, sagt er hier. Der verdammte Hof würde zur Hölle fahren, wünscht er sich. Das Einzige, was er nicht verkaufen würde, hat er gerade gesagt, ne? Ist Flauschi! Ja, Flauschi ist natürlich... Wie kommt man eigentlich auf den Namen Flauschi? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Wir hatten wahrscheinlich schon viele gemeinsame Stunden. Hier sind überall so... Sind das Trauerweiden? Heißen die so? Heißen die Weiden? Weiden auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob Trauer, aber so Weiden heißen die, oder? Da stand ein Panzer. Digga, wir sind mitten im Krieg. Natürlich stand da ein Panzer. Da müssen wir nachher nochmal vorbeigucken. Wir sind mitten im Krieg hier. Schönes Stück Schinken, nämlich hier. Ja, das sieht natürlich... Hier ist auch ein Huhn.
Komm her. Du kleines Hühnchen. Ich kann es, glaube ich, gar nicht. Trink etwas Wasser aus dem Brunnen. Okay, alles klar. So, machen wir mal. Ich hole mal kurz Wasser hoch hier, sehr professionell. Und jetzt... Habe ich das jetzt getrunken? Ah ja, ich habe es getrunken. Guck mal. Mein Trinken ist voll. Jetzt ist was aus der Vorratskammer. Boah, ich hoffe, die ist knüppelvoll, die alte... Also, wie das hier auch aussieht, ne? Wie eben in dem Haus, in dem ich geboren bin damals. So. Ist etwas aus der Vorratskammer. Die müsste ich... Wo ist denn die Vorratskammer überhaupt? Hier ist die Vorratskammer. Ich esse mal eine Klappstulle nur, ne? Eine Klappstulle, da ist Schinken drauf. Alter, oh nein, da ist Schinken drauf. Wir haben Flauschis Familie getötet, glaube ich. So, ich nehme das mal in die Hand oder kann ich das auch so irgendwie konsumiere? Aber ich kann das auch als Schnellslot, ne? Ja, Vorratskammer ist sehr leer. Essen ist auch nicht so voll. Ich soll noch mehr essen. Okay, ich sehe gerade, ich soll noch mehr essen. Steht oben drin. Ich esse noch einen Schinkentoast. So, alles klar. Und dann auf 1. So, soll ich noch... Ich muss noch mehr aus der Vorratskammer essen. Wie lange denn noch? Ich esse noch ein Brot. Aber dann ist auch gut jetzt. Leg dich hin und ruh dich etwas aus. Okay, los geht's. Hallo Knechti, moin. So, einmal ausruhen. 4 Stunden, reicht 4. Komm, wir machen mal 4 Stunden. Ihr wisst, ich mache jetzt wieder eine schöne Dampferpause ganz heimlich, sodass das keiner mitbekommt. Und wenn ihr Bock habt, ihr könnt natürlich auch mal eine Playlist auf Spotify raussuchen. Mit wunderschöner und geruhsamer Hintergrundmusik. Denn die können wir natürlich hier abspielen lassen, heimlich. Also wenn ihr da coole Sachen habt, dann schickt die in einen Mod oder so. Der kann da kurz reinhören. Und wenn die cool ist, dann können wir die hier abspielen, die Musik. Wenn ihr Spotify habt, das ist natürlich die Frage. Okay, los geht's. September 1945. Da ist ja gerade Blitz eingeschlagen. Was zur Hölle? Was willst du, Flauschi? Meine Kuh wird verbrennen. Ich muss die Tiere aus dem Stall befreien. Wie aus dem Stall befreien? Ich muss hier den Stall aufmachen. Ist das der Stall? Nee, das ist... Ist hier ein Tier drin? Hallo? Hier ist ein Tier, oder? Nee, das sind Fässer nur. Das sind nur Fässer. Flauschi, komm, Junge. Wir müssen los. Oh, jetzt geht's ab hier. Oh, scheiße, das Huhn brennt. Die Hühner brennen alle. Komm mit. Hier rennen die brennenden Hühnchen rum. Es regnet, also eigentlich müssten die hoffentlich gleich gelöscht werden. Hallo, moin, Carina. So, du bleibst hier, du bleibst auch hier. Wie sieht's aus? Ist hier drin alles in Ordnung? Hier ist alles in Ordnung. Wie soll ich das Feuer löschen? Feuerwehrschläuche gab es damals noch nicht. Ich gehe zum Brunnen und hole einen Eimer Wasser. Kann ich den eigentlich mitnehmen auch? Trinken? Digga, ich will den Eimer mitnehmen. Ach, hier ist noch ein Eimer, guck mal. Wie geht das jetzt? Macht ihr den... Ach, guck mal, jetzt ist es automatisch voll. Spritze wird hier angezeigt. Wir machen erstmal hier unten ein bisschen. Oh, Digga. Sehr effektives Löschwasser. Richtig gut. Richtig gut. Hallo, I am Mr. Bear. Moin. Die anbrennenden Hühner. Hallo, grüß dich. Ja, ich habe den Internet-Café-Simulator-Beruf an Nagel gehangen. Wir machen jetzt in Tiernahrung oder so. Ich brauche noch einen Eimer Wasser. Okay, okay. Ein Eimer muss noch rein. Ein Eimer muss noch rein. Sehr ergiebig. Richtig gut, das Zeug. Ich bin froh, dass da kein Benzin drin ist. Da ist eine Leiter. Da kann man vielleicht hoch. Klettere. So. Okay, alles klar, Leute. Alles klar. Kann ich von hier aus rüberspringen? Ich kann nicht absteigen. Warum kann der denn nicht absteigen? Hä? Ich nehme die Leiter mit. Digga, nimm doch die Leiter mit. Okay, alles klar. Ich habe die Leiter. Wir müssen zum Ort des Geschehens. Wir müssen direkt zum Brand. Ich setze die hier ran. Oh, scheiße. Ich habe die schon wieder hingelegt. Warte mal, wie kann ich denn da jetzt hoch? Digga, was macht ihr denn? So, los geht's. Sondereinsatzkommando hier. Kann ich hier von hier aus... Ja. Okay, alles klar. So funktioniert's, Leute. Das Ding ist halt, das brennt halt real ab, ne? Wir müssen uns beeilen. Ansonsten haben wir bald keine Scheune mehr. So, komm, hol Wasser raus jetzt hier. Pumpen! Lass dich nicht schlumpen, hier Wasser pumpen! So, der letzte... Oh, scheiße, nein! Nein! Was ist denn mit dieser Leiter immer los? Oh, fuck, alle werden verbrennen, wir werden alle sterben. Passt das so? Alter, Digga, willst du mich veräppeln?
Okay, alles klar. So ist gut, so ist gut. Jetzt muss ich hier irgendwie wieder hochklettern. Ja, also die Steuerung, richtig gut. So, Wasser drauf. Oh, wir haben es geschafft. Hei, 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 hei. Danke dir Gott für diesen Regen. Wieso, danke. Oh, September 1945. Die Löcher müssen repariert werden. Ich habe einen Hammer, jetzt brauche ich nur noch ein paar Bretter. Ja, also, einen Monat später, glaube ich, oder ich weiß gar nicht, September? Ist das? Hallo, Olli B, moin. Ist September? In welchem Monat waren wir denn gerade? Ich habe es schon wieder vergessen, ehrlich gesagt. Ich glaube, es war schon... Ich weiß es nicht. So, also wir brauchen... Guck mal, hier sind Bretter. Das Schwein führt uns dahin. Ich nehme mal ein paar... Alter, guck mal, wie viel Essen wir haben. Aber wir sind auch voll, ne? Ich nehme mal die Bretter mit. Ich weiß nicht, wie viel wir tragen können. Warte mal, wo steht denn hier? Steht hier... Ach, hier, 60 Kilo können wir tragen. Ich würde mal sagen, so 40 Bretter haben 60 Kilo, oder? Nee. Okay, wir können auch mehr als 40... Digga, wir sind übelst der Hulk hier, Digga. So. So ist gut. Aha, okay, also ich kann ich die nicht irgendwie in die Hand nehmen? Wird schon passen. So, Z um die Augen des Bauern. Ach, guck mal hier. Ja, verstehe. Ist im selben Monat. Ah, okay, wahrscheinlich so einen Tag später, ne? Wie kann ich jetzt reparieren? Ach, guck mal einer an. Ich höre den Hammer gar nicht, Leute. Okay, habt ihr den Hammer gerade gehört? Es war September. Okay, alles klar. So, machen wir hier auch noch mal ein bisschen was ran. Wo ist eigentlich unser Pferd und unser Pony? Unser, was waren das noch? Wir hatten ein brennendes Huhn. Wir hatten ein Pferd und wir hatten eine Kuh. Nur, wo ist die Kuh überhaupt hin? So. Wie viele Bretter habe ich denn eigentlich noch? Ein Brett. Wir müssen auf jeden Fall neue Bretter holen, Leute. Das reicht so nicht. Das ist die Silent-Version. Eieieiei. Ist wirklich sehr silent hier. So. Jetzt bin ich zu schwer, ne? Jetzt bin ich ein bisschen... Die Äpfel kann ich jetzt, glaube ich, nicht auf den... Wir nehmen mal 50 Bretter vielleicht. So 9 und vielleicht so. Hä? Oh, nee, Digga. Jetzt habe ich das falsch rumgeschoben. So, warte mal. 40 nochmal dazu. So ist gut. Also, aber... Entschuldigung. So. Okay, jetzt müssen wir auf Sach auch noch rauf, ne? Repariere das beschädigte Gebäude. Okay, hier ist alles gut eigentlich. Ich glaube, wir müssen... Unser Einsatz ist jetzt auf dem Dach gefordert. Wir müssen hochlaufen. Da mir der Krieg meine Eltern genommen hat, versuche ich mich jetzt allein um den Hof zu kümmern. Ach, der arme Kasimir, der tut mir schon ein bisschen leid. Nicht hochklettern! So. Laufen wir mal hier rüber. Wir müssen jetzt hier irgendwie aufs Dach steigen, ne? Ich weiß nicht, ob ich da jetzt drauf rumlaufen kann. Müssen wir mal gucken. Klettere. Okay, alles klar. Wir gehen nach oben. Kann ich hier, darf ich hier absteigen? Nee, ich darf nicht aufs Dach, Leute. Es geht einfach nicht. Ich brauche ein paar Arbeitsplatten. Wie? Asbestplatten? Statt der Arbeits- oder Asbestplatten? Okay, alles klar. Das heißt, ich muss die Bretter erstmal wieder zurückpacken. So. Hey, Maeve, einen wunderschönen guten Morgen. Grüß dich. Das sieht aus wie Asbest. Da, wo ich, wie gesagt, ich komme ja aus dem Osten. Meine Eltern. Oh, die kann ich alle nehmen. Richtig gut. Haben wir noch irgendwo welche? Hier ist keine. Meine Eltern haben ein Haus. Da ist noch so ein Asbestzaun. Das ist ja hochgradig krebserregend, das Zeug, ne? Also, wenn es rumsteht, nicht. Aber wenn man es kaputt macht, zum Beispiel. Hier sind noch Asbestplatten. Guck mal. Ach, schön. Guck mal, das Huhn lebt. Es sind aber nur 5. Aber eventuell reicht das auch, ne? Wir probieren das mal aus. Ich nehme mal das hier mit. So. Maeve, wie geht's dir, mein Lieber? Wie sieht's aus eigentlich mit deiner Zelda-Reihe? Bist du immer noch bei Teil 6? So, ich kletter hier mal hoch. Okay, ach, aber ist es nicht ein wunderschöner Tag heute, Leute? Okay, wir können jetzt reparieren. 1, 2, 3, 4, 5. Ganz viele Platten macht er hier drauf gerade. 80% schon repariert. Oh, das ist gut, Leute. Jetzt müssen wir... Kann ich von hier... Warte mal. Kann ich vielleicht von hier auch... Guck mal nach links. Ja, hier ist nichts. Hier ist ein Schwein. Hier ist nur ein Schwein. Da sind keine Asbestplatten links. Ich nehme das mit, die Leiter, und mach die jetzt mal hier dran. So. Und dann klettern wir hier nochmal hoch. Das müsste jetzt passen, oder?